Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transportfieber 2. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute was vom guten Jack, hat er im Transportfieber-Forum veröffentlicht, nämlich ein DB-Oberleitungsmasten-Set. Sehr, sehr schön, sehr, sehr umfangreich. Da wird das Video auch nicht für ausreichen, um euch alle Möglichkeiten und alle schönen Dinge zu zeigen, die da drin sind. Es soll nur eine Vorstellung sein, um euch so ein, ja, Grundeinblick in die Mod zu geben. Wer Schönbau betreibt, der weiß ja eh, dass man da so viel mit basteln kann. Da können Stunden drauf gehen und dieses Video soll euch einfach die Mod ein wenig näher bringen. Ihr braucht dafür noch die Stromtrassenmod von guten Yoshi. Die muss auch in der Ladereihenfolge vor der Oberleitungsmasten-Mod aktiviert sein. Und ich empfehle, besser gesagt, der Jack, den habe ich nämlich gefragt, das DB-Gleisset vom guten Rheingold, denn da haben wir ja Gleise dabei, die zwar Oberleitung, aber keine Oberleitungsmasten haben. Alle Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung und dann könnt ihr gleich loslegen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich beim guten Jack für diese wunderbare Mod. Gut, gehen wir mal rein in Landschaftsbau, Assets und dann hier das blaue Viereck. Er hat noch kein Vorschaubild, das ist dann diese Mod und ihr habt hier Einzelmasten, Rohrausleger, ganz normal drehbar und verschiebbar, Querträgerwerke für Gleisabstände 3 und 7,5 Meter mit geerdetem oberen Richtseil. Dann haben wir hier mit spannungsführendem Richtseilen Gitter- und Betonmästen, nur 3 Meter Gleisabstand. Dann haben wir Sondermasten, Abspannseile, Verstärkungsleitung, Speiseleitung 1 und 2 in Grün und Grau Beton. Und dann haben wir noch Zubehör. Und ja, ich bin kein Experte, was Oberleitung angeht. Also ich kann euch das zeigen. Aber wie ihr das richtig verbaut, da bin ich auch überfragt. Ich würde das jetzt, wenn ich eine Schönbaumap hätte, würde ich das Ganze so verbauen, dass es halt cool aussieht. Weil Ahnung habe ich jetzt davon auch nicht wirklich. Gehen wir mal durch. Wir fangen mit den Einzelmasten an. Da habt ihr hier einmal die ganz normalen Masten, die, glaube ich, am meisten verbaut sind an Gleisstrecken. Da haben wir hier einmal den Standardmast, was die Höhe angeht und in 10 Meter Höhe. Dann haben wir hier die Mastarten in Grün, in Grau, in Beton, Turm in Grün und Grau und Peinermasten in Grün und Grau. Dann haben wir hier noch den Abstand zum Gleis, Mittelmast, ne? Das ist dieser hier. Dann haben wir den 3 Meter Regelabstand, 5 Meter Abstand und 5 Meter für den Bahnhof. Können ja auch nur Ausleger setzen. Gut, da habe ich jetzt hier so einen Würfel. Ich glaube, das ist leere Konstruktion. Okay. Ah, okay. Das geht hier mit den Abspannen nicht. Das geht nur mit den innen und außen liegenden Auslegern. Mit diesen Abspannen soll das, glaube ich, heißen, geht das nicht. Ja, ist dann für einen Bahnhof gut geeignet, 5 Meter. Oder halt hier der Mittelmast. Dann haben wir, wie gesagt, den Regelabstand. Den sollte man dann auch einhalten. Dann haben wir hier noch Sockel für Brücken. Auch noch alles dabei. Auch sehr schön hier zum Gitter drumherum. Sehr cool. Und mit Hektometertafeln. Das ist halt sehr, sehr cool. Weil wir können wir hier in 100er Schritten einstellen, Kilometer 100, 110, 120 und dann können wir hier unten auch, ne, die 1er Schritte einstellen. Könnten wir zum Beispiel machen hier, Kilometer 1, ne, 1100 Meter, 1200 Meter, 1300 und so weiter. Irgendwann würde man dann beim zweiten Kilometer ankommen und dann auch 100, 200, 300 und so weiter. Und man kann das auch beidseitig dranhängen, was auch eine schöne Sache ist. Also das ist was, was wirklich toll ist. So kann man sich dann wunderbar die Hektometertafeln dann auch noch an seine Masten dranhauen. Schöne Sache. Dann haben wir die Rohrausleger. Die sind, glaube ich, auch selbsterklärend. Da könnt ihr dann zweigleisige Strecken von einer Seite aus abspannen. Da können wir hier aber auch sagen, wir wollen sogar drei. Ne, richtig, richtig, genau hier für drei Gleise, das geht auch. Schöne Sache, ich zeige am Ende auch noch mal so ein bisschen was mit Gleisen. Jetzt möchte ich euch das aber einfach nur erstmal präsentieren.
Dann haben wir hier die Rohrausleger noch, die kann man dann hier noch wunderbar so verschieben. Ich hoffe, man sieht das. Na, das ist quasi der Mast näher an dem Ausleger dran ist oder weiter weg. Kann man dann auch noch drehen, das Ganze. Also wirklich sehr, sehr toll. Dann haben wir die Querträgerwerke. Das finde ich besonders cool, weil da können wir bis zu 12 Gleise gleichzeitig abspannen. Können wir hier einmal mit brauner Isolierung, mit grüner Isolierung. Und dann können wir hier auch nur die Fahrdrahthalter setzen. Das geht auch. Müssen wir dann natürlich hier die Hektometertafeln ausmachen. Und ihr könnt auch einstellen, dass ihr hier alle Fahrdrahthalter auf einmal baut. Ihr könnt das auch nach links, also nach innen, nach außen. Isolatoren nach innen, nach außen. Also da ist einiges möglich. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier auch noch mit spannungsgeführten Richtseilen. Ihr seht den Unterschied. Na, da sind dann die Isolatoren dran, um die Spannung natürlich auch drauf zu kriegen. Dann haben wir Sondermasten, finde ich auch ziemlich cool. Und dann haben wir hier H-Masten. Da weiß ich gar nicht, was das ist. Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Ich kann euch das präsentieren, aber ihr werdet mir schon schreiben, was das ist. Dann haben wir hier Fahrleitungsende. Das finde ich auch besonders cool. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Können wir hier einmal zwei Gleise machen. Einmal ein Gleis. Das ist für zwei Gleise. Das setzt ihr dann hier dran. Oder auch nicht. Viergleisig, hier ist ein Gleis. So. Das passt wunderbar. Und bei zwei Gleisen ist ein bisschen Friemelarbeit. So. Aber klappt auch. Passt jetzt nicht von der Farbe. Die Oberleitung hier bei den Gleisset hat eine andere Farbe als die von den Assets, aber es sieht trotzdem cool aus. Normal endet die Oberleitung ja einfach hier und so hat man das dann noch abgespannt. Gibt es dann auch noch für vier Gleise. Ein Gleis links, ein Gleis rechts. Stumpfgleise haben wir hier auch noch. Könnte ja, das würde auch gehen. Können wir hier dann Stumpfgleis, wenn ich es treffe. So. Ne? Auch wunderbar. Stumpfgleis rechts. Fahrleitungsende zwei Masten Y gibt es auch. Dann haben wir hier ein Abspannungsmast fürs Stumpfgleis. Das sieht natürlich dann auch noch mal viel cooler aus. Das Ganze auch noch abgespannt ist. Einspeisung. Auch das können wir hier mal verbauen. Das ist dann quasi hier am Ende, ist dann hier quasi eine Einspeisung. Kann man aber auch, glaube ich, beides bauen. Ob das in der Realität so ist, weiß ich auch wieder nicht, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Einspeisung für zwei Gleise. Ach, das, ja, ja, klar. Das steht auch manchmal an der Strecke, ne? So, Einspeiseleitungen. Da müssen wir das mal kurz weiterbauen. Dann habt ihr quasi eine Einspeisung in den Fahrdraht. Geht das Kabel hier von unten hoch. Auch sehr schön. Dann hier als Rohrausleger mit einem Trafo oben dran. Zweigleisig mit Trafo und dann haben wir auch noch Betonmasten. Also wirklich sehr, sehr schön und die Mastfarbe kann man generell auch noch ändern. In Betonoptik. Schöne Sache. Dann haben wir so Abspannleitungen. Die könnt ihr euch dann, so wie ich es verstanden habe,
Zum Beispiel hier. Boah, schaut mal, was es hier alle gibt. Also das ist wirklich. Da muss man dann, glaube ich, schon wirklich Ahnung von der Materie haben, ne? Also das ist schon wirklich, auch diese ganzen Vorschaubilder, sehr, sehr cool. Also das ist eine sehr feine Sache. Da braucht man dann wahrscheinlich auch die richtigen Masten dafür, ne? Abspannmasten hier. Abspannmast. Stellen wir mal hier hin. Und dann nehmen wir uns hier die Abspannleitung. Die können wir uns dann hier. Wie verbaut man die denn? Also das Gewicht ist hier. Boah, ich weiß nicht, wie man das verbaut. So, ne? So rum. Genau. Also kann man auch einzeln setzen. Dann haben wir hier das, haben wir auch noch. Also da bin ich wirklich überfragt. Ich kann euch das zeigen, aber wie man das verbaut, das muss euch jemand anders zeigen. Also wir haben hier aber etliche Sachen dabei, ne? Also richtig, richtig cool. Hier haben wir dann, hier haben wir den passenden Masten. Oder auch nicht. Geht ja nur so, ne? Aber da fehlt ja halt die Oberleitung dran, die wir hier haben, bei dem vorgefertigten. Also hier könnt ihr richtig, richtig viel rumprobieren. Genauso wie mit den Verstärkungsleitungen, die es hier auch noch gibt. Für die Masten. Gut, ich denke, das ist ja die, ne? Ist das die Leitung? Passt so aus, ne? Die wir hier schon haben. Das jetzt einfach mal hier reinbauen. Ist dann hier halt im Türmchen verbaut. Aber auch hier, ne, wieder viele Sachen dabei. Die hier auch noch einstellen, ob es straff ist oder nicht. Schwach, normal, straff. Sehr schön. Ist für mich jetzt Fachchinesisch. Ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Auch wenn ich das jetzt schon öfter gesagt habe. Aber ist nun mal so. Ich würde das jetzt einfach hier mit dran bauen. Ach, dafür braucht man die Stromtrassenmatt. Das ist ja cool. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Das baue ich jetzt hier hin. Sag fertig und dann nehme ich die Stromtrassenmatt. Ja, dann nehme ich hier, nämlich das Trafohäuschen. Wir hatten doch auch größere, oder? Nee. Auf jeden Fall kann ich das denn hiermit quasi verknüpfen. Gut, das ist jetzt ein bisschen klein, das Häuschen. Aber wir könnten natürlich die hier nehmen. Versteht ihr? Ich baue den mal hier hin. Nehme das mal wieder weg hier. So. Ja klar. Jetzt wird natürlich ein Schuh draus. Das bauen wir wie gesagt hier dran. Und dann ziehe ich mir das. Aber wie kriege ich das jetzt da hoch? Das ist die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage. Gut, man könnte das. Schaut mal. Mit Punkt und Komma kommen wir auch hier hoch. Aber das sind ja die falschen. Ich kann jetzt nicht einfach das Seil da hoch machen. Das funktioniert ja nicht.
Ich könnte das jetzt hier rüberziehen. Ja, ist heute mal eine etwas andere Vorstellung. Ist ein bisschen Try and Error. Ich baue das mal hier hin. Und dann nehmen wir uns das nochmal. So. Und dann nehme ich hier so ein. Ist ja egal, was wir da haben. Es verschwindet ja dann eben Häuschen. Und dann ziehen wir das so hier hin, dass wir hier an die Transformatoren kommen. So. Und jetzt haben wir das quasi gespeist von hier. Ja, nicht ganz genau getroffen. Müsste man noch ein bisschen dann friemeln. Muss wahrscheinlich auch hier oben rein. Aber so könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Coole Sache. Gut, dann haben wir hier auch noch die anderen Speiseleitungen hier. War auch noch dabei. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Zubehör. Da haben wir Trennstellen. Die setzt man dann wahrscheinlich hier. Das ist dann wahrscheinlich bei Grenzübergängen, ne? Höchstwahrscheinlich. Dann haben wir hier Poller für die Bahnhöfe, dass man quasi die Oberleitungsmasten hier schützt in Bahnhöfen. Stellt man die da drumherum. Immer noch die Poller. Dann haben wir hier Streckenfernsprecher. Auch eine sehr coole Sache. Sprechsäulen. Noch mehr Sprechsäulen, Wartungssteg. Und ganz viele Lampen haben wir auch noch zur Verfügung für Gleisvorfelder. Können wir uns hier auch im Offset verschieben. Na, dass wir die hier zwischen die Gleise bekommen. In Grün, in Grau. Alles mit dabei. Lampen, die wir oben dann draufsetzen können auf die Masten. Da gibt es auch extra. Turmmast. Da gab es auch extra Masten für, wo man die dann draufsetzen kann. Fragt mich nur nicht, wo man die findet. Ne, dass da noch quasi eine Lampe dran konnte. Und dann haben wir auch noch Pilzlampen als Anbau, innen und außen. Also wirklich, wirklich viel dabei. Absolut gigantisches Set. Also da kann man sehr viel mit rumprobieren, sehr viel mit arbeiten. Wie das alles genau funktioniert, ich bin kein Techniker bei der Deutschen Bahn. Wie gesagt, seht es mir nach. Ich wollte trotzdem dieses Set vorstellen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen ja, unbeholfen rüberkam. Aber auf jeden Fall war mir das ein Anliegen, weil das ist wirklich viel, viel Arbeit, die der Jack da auch reingesteckt hat. Der Jack gesteckt. Und deswegen war mir das jetzt einfach ein Anliegen, das trotzdem zu zeigen. Ich glaube, ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen, was so alles dabei ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Rumprobieren bei diesem Set, wie das alles funktioniert. Und ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, dass es den einen oder anderen Schönbauer auch gibt. Der gute Checo oder der Hans. Der gute Ember, die werden das wahrscheinlich auch sehr, sehr exzessiv benutzen. Ich möchte euch keine Versprechung machen, deswegen werde ich jetzt hier keine Prognose abgeben, wann ich mal wieder Schönbau betreiben kann, aber dann wird dieses Set, wenn es irgendwann mal wieder soweit ist, definitiv auch zum Einsatz kommen. Bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.